Hallo Cutinator und herzlich willkommen zurück zu Cute Lifehacks. In unserem letzten Video haben wir ein Squishy mit verschiedenen Farben und einer Spritze eingefärbt. Viele von euch haben uns deswegen Kommentare und auch private Nachrichten auf Instagram geschrieben, dass wir das doch bitte auch mit Slime probieren sollen. Falls du uns noch nicht auf Instagram folgst, unter @cutelifehacks.de kannst du uns auch Nachrichten senden und verschiedene Videoideen oder Wünsche sagen. Oder noch viel einfacher, kommentier einfach unter diesem Video und gib uns Bescheid, was du dir wünschst. Ein anderer Wunsch von euch war es, dass wir auch Kristall-Eos-Lippenbalsam mit Spritzen und verschiedenen Farben einspritzen. Dazu möchten wir sagen, dass dieses Video nicht von Eos gesponsert ist in irgendeiner Weise. Wir haben uns diese Lippenbalsame selbst gekauft. Wir finden, dass sie unglaublich beruhigend aussehen, einfach durch diese transparente, komplett glatte Oberfläche. Und es wird sicher super viel Spaß machen, sie mit den Spritzen einzufärben oder mal einfach zu schauen, was passiert. Dieses Video ist ein neues Video der Serie, wo wir verschiedene verrückte oder etwas gefährliche Do-It-Yourself-Varianten und Ideen ausprobieren. Schreibt uns also gerne in die Kommentare, welche Videos ihr gerne sehen wollen würdet. Eigenartige Experimente sind unsere Spezialität. Für dieses Experiment haben wir zunächst in mehrere Behälter Wasser gefüllt und sie dann mit Lebensmittelfarbe vorsichtig eingefärbt. Wir wollten hier verschiedene hübsche Pastelltöne kreieren und nicht zu knallbunte Farben. Hier kommt wieder unser Hinweis, dass man mit Spritzen natürlich vorsichtig sein soll und wir auf gar keinen Fall Mediziner sind und folglich keine Ahnung haben, wie man mit Spritzen umgeht. Deshalb bitte sorry, wenn wir etwas falsch machen. Der transparente Slime sieht schon wirklich toll aus. Wir waren hier ein wenig enttäuscht, weil es tatsächlich etwas schwieriger ist, dass die Farbe in dem Slime drinnen bleibt. Wir dachten uns, dass man mit den Spritzen wirklich originelle Formen oder Muster in dem Slime zaubern kann. Es war tatsächlich so, dass die Farbe einfach auf der Seite hinausgedrückt wird. Das hat uns auch ein wenig an den Koala Squishy erinnert, mit dem wir das in einem letzten Video probiert haben. Der Unterschied ist aber, dass Slime in dem Fall Wasser aufnimmt, was der Koala nicht gemacht hat. Hier sieht man, dass der Slime mit der Zeit auch wirklich eine grüne Farbe angenommen hat. Dennoch ist es leider nicht ganz so beruhigend, wie wenn jetzt hier einfache Farbbläschen sich in der Mitte bilden würden, denn die Farbe tritt einfach auf der Seite heraus. Selbst bei mehreren Versuchen haben wir einfach gemerkt, dass die Farbe immer auf den äußeren Rand des Slimes wandert. Die einzige Methode, die gut funktioniert, ist, direkt in eine Luftblase die Flüssigkeit hineinzuspritzen. Da siehst du die Flüssigkeit dann doch ein wenig länger in dem Slime, bis sie sich dann schlussendlich auch mit dem Slime vermengt oder einfach auf den Rand gerät. Außerdem bleiben Luftblasen nicht wirklich lange in Slime. Ihr kennt vielleicht dieses Video von uns und da seht ihr auch, dass Luftblasen einfach an die Oberfläche gelangen und deshalb nicht lange auch in dem Slime bleiben. Im nächsten Versuch haben wir probiert, den Slime, wenn er noch in einem Behälter ist, mit der Spritze einzufärben. Aber das hat sich wirklich als etwas schwieriger herausgestellt, als wir dachten, weil die Flüssigkeit einfach sofort auf die Oberfläche gelangt und hinaufgedrückt wird. Es war dann aber tatsächlich so, dass wir wie von Zauberhand es tatsächlich geschafft haben, einen richtigen Ball aus der Farbe in der Innenseite des Slimes zu machen. Aber das haben wir dann kein zweites Mal mehr geschafft. Das war wirklich ein Zufall. Zusammenfassend kann man sagen, dass wir wirklich ein wenig enttäuscht waren davon, Slime mit den ganzen Spritzenfarben einzufärben, weil es einfach nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Was so viel bedeutet, dass die Zusammensetzung von Slime und Squishies doch noch etwas unterschiedlicher ist, als wir dachten. Denn der Slime ist hier tatsächlich dichter und drückt die Farbe richtig hinaus. Das Einzige, was passiert ist, dass der Slime mit der Zeit eingefärbt wird. Starten wir jetzt mit unserem zweiten Experiment. Die Aufnahme ist super nah, deswegen sieht man jetzt nicht, wie wir auf die Spritze drücken. Aber tatsächlich, selbst mit viel Druck funktioniert es nicht, irgendwie Farbe hineinzubekommen. Weil wir so viel gedrückt haben, hat es dann sogar die ganze Farbe aus der Spritze hinausgeschossen.
Selbst für den zweiten Versuch hat es absolut nicht geklappt. Das ist nicht ganz so überraschend, wie wir dachten, denn schließlich ist der EOS wirklich ziemlich fest und da eine Flüssigkeit einzuschließen, ist fast schon unmöglich. Das Einzige, was hierbei dann wirklich noch unterhaltsam ist, ist, dass die verschiedenen Einstichstellen auf dem EOS dafür sorgen, dass wenn man einmal Farbe hineinspritzt, die an allen möglichen Öffnungen wieder hinauskommt. Aber alles in allem muss man leider zusammenfassen, dass diese beiden Experimente nicht ganz so optisch zufriedenstellend sind, wie wir uns das gewünscht hätten. Dennoch ist das Ziel dieser Videoserie erfüllt, denn wir wollten unsere Neugier einfach nur glücklich machen und dieses Experiment ausprobieren. Das Ziel unserer neuen Videoserie ist es ganz einfach, verschiedene Materialien und Utensilien miteinander zu vermengen und auch manche Techniken miteinander zu überlappen. Also wenn ihr kreative Ideen habt, die ihr gerne wollt, dass wir sie umsetzen, dann kommentiert einfach unten mit eurer Idee.